Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier zum Football Tactics and Glory. Ja, mit wenig Glory in letzter Zeit. Wir hatten zwei Spiele in der vierten Liga und haben diese Just und Krachen verloren, ohne wirklich Chance zu haben. Gut, es gab auch ein bisschen Würfelpech, muss ich dazu sagen. Es gäbe hier die Möglichkeit, dass man hier irgendwas einstellt. Gut, hier wohl nicht, oder? Nee, hier nicht. Irgendwo konnte man das, glaube ich, einstellen. Wahrscheinlich bei Spielbeginn. Irgendwo konnte man das einstellen, den Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, hier geht es nicht mehr. Ne? Umbenennen, ne, das will ich nicht. Also man konnte das irgendwo einstellen, das habe ich schon mal gesehen. Aber wahrscheinlich nur bei Spielbeginn. Dass das Würfelglück ja so ein bisschen abgeschwächt ist. Also dass es nicht so, ne, so willkürlich ist, wie so im letzten Mal so der Eindruck, sondern dass es tatsächlich so wirkt, als hätte der Spieler es vielleicht so den einen oder anderen Vorteil. Dass es nicht ganz so krass ist. Aber gut, so, Aufstiegsduell gegen Offenbach. Na, jetzt zumindest gegen die direkte Konkurrenz müssen wir punkten. So, die spielen mit zwei Außenverteidigern, das ist schon mal unschön. Die haben. Oh, okay. Die haben hier einen Verteidiger, einen Universalverteidiger. Und hier haben sie zwei gelernte. Innen. Zwei gelernte Verteidiger, aber keine Innenverteidiger. Okay, das ist sehr schön. Jereiwitz und Kirschner. Ja. Die lassen wir da stehen. Die haben einen Mittelfeldler, der kann tunneln. Das ist auch ein Universaler, kann zwei Felder sich bewegen. Die haben einen offensiven Mittelfeldspieler, der ja, gibt uns einen Malus auf Abfangen. Aber ist kein Problem, denn unser Abfangmichel steht direkt neben ihm. Und das heißt, die Bälle, die dahin kommen, werden vielleicht von ihm abgefangen. Und wenn er passt, ja gut, dann ist halt so. So, die haben einen Universalstürmer. 30% Kontrolle, ja, das ist natürlich schon geil. Kann sich zwei Felder bewegen. Okay, der hat Kanonenschuss. Der rechte Verteidiger kann in den freien Raum spielen, ansonsten haben wir, glaube ich, keine Angst. Okay. Wie stellen wir uns da auf? Die Stürmer haben keine Spezialfähigkeit, also da brauche ich, glaube ich, keinen Rechtsverteidiger. Strauß steht in der Mitte. Da brauche ich einen zweiten Innenverteidiger. Da nehme ich den Brand. So. Traue ich mich hier, unseren Torwart in Ausbildung zu benutzen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das traue ich mich nicht. Nee. Die haben ja gute Stürmer eigentlich. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu riskant. Nee. Mache ich nicht. Okay, wir haben einen Libero hinten drin stehen, der kann lange Bälle spielen. Wir haben den Rodfels, wir haben den Wirt. Ja, doch, wir gehen so ins Spiel. Wir probieren es mal. Was soll passieren? Da war es wieder, genau. Was soll passieren? Ich schaue nochmal, ob ich hier wieder sinnvoll kaufen kann, aber ne. Da fällt mir nichts ein. Ich könnte höchstens mal irgendwelche Luschen kaufen und hoffen, dass was Vernünftiges nachrutscht. Das wäre mal eine lustige Idee. Komm, das probieren wir mal. Wir kaufen mal eine Lusche und schauen mal, ob was nachrutscht. Der hier zum Beispiel. Kostet 11.000. Wow, von Schwerin. 27? Universalverteidiger? Stufe 21. Ich glaube, der ist gar nicht schlecht, oder? Sollen wir das mal machen? 27 Verteidigung, 32 Kontrolle. Hm. 27 Verteidigung, 32 Kontrolle. Der wäre besser als der Strauß. Naja, gut. Der ist auch besser als der Konrad. Dann könnte ich den Konrad. Vielleicht, ja, dann könnte ich aus dem einen Rechtsverteidiger machen. Dann könnte der andere hinten drin stehen zusätzlich. Ja, gut, der fängt. Pässe ab und Torschüsse ist wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ich glaube, den kaufe ich. Den kaufe ich. Zack, jawohl. Läuft. So, wen haben wir da? Den hier, der ist neu. Ja, den könnt ihr behalten. Ne, den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht. So, wo ist er? Da ist er. Okay. Dann können wir auch mal die alten Säcke hier verkaufen, ne?
Was? Alte Säcke? Ja, genau. Konrads, okay. Weißt du was, dann bauen wir gleich um. Konrads, du gehst da hinten hin. Pfeif auf den Libero. Brauchen wir nicht. So, der Innenverteidiger führt automatischen Zweikampf aus, genau. Der steht hier gegenüber. Moment, den stellen wir hier in die Mitte. Jo, so machen wir das. Kann nur schief gehen, egal. Wir spielen gegen die Rothemden hier, gegen die Offenbacher Rothemden. Da haben wir, glaube ich, in der Rückrunde im letzten Jahr haben wir da auf die Mütze gekriegt. Das habe ich nicht vergessen. Verdammt. So, der rennt da raus und schießt, natürlich. Jetzt steht auch kein Libero im Weg. Aber wir haben hier unseren Verteidiger. Genau, richtig. Wir haben hier unseren Verteidiger. Okay, so. Du gehst da hin. Du spielst mal da raus. Und du spielst einfach mal davor. Einfach mal so ein bisschen mit Bällchen hin und her spielen. Genau. Sehr gut. Ah, trauriger Pass. Der rennt runter. So. Der rennt da runter. Und darunter. Und darunter. Zack, dann holt er sich das Bällchen, genau. Dann schaut er dumm, ist motiviert. Und macht ein böses Foulspiel, ja, Sapperlot. Ja klar, natürlich gleich kaputt gemacht. 7 Tage. Ist es schön. Ach komm, vielen Dank. Na sowas. Ja, schau dir den Saubreisen an. Eine Frechheit. Frechheit. Mist. Okay. Müssen wir tauschen, dann bringen wir den als für den verletzten Platz. Genau, mach Platz. Kleines Wortspiel am Rande. Das machen wir nicht. Das machen wir. Zack. Sehr gut. So, du spielst dahin. Und du machst Kontrolle. So, jetzt haben wir noch 9 Aktionen. Jetzt kommt natürlich der Rechtsverteidiger, ist ja logisch. Jetzt kommt der. Oh, Zweikampf, na klar. Na gut, er hat einen 39er Verteidigungswert. Okay, dass der das Ding gewinnt, lasse ich mir eingehen. Der spielt den Pass, den frei. Der hat eine Gratisaktion, ist auch klar. Schuss aus 30 Metern, der kommt nicht an. Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir noch 3 Aktionen. Da passiert nicht mehr viel. Ja, also Halbzeit geht 0-0 aus. Okay. Ist so. Können wir nicht ändern. Komm, du machst noch einen schönen Pass. Der kommt natürlich nicht an, aber du kriegst wenigstens Erfahrungspunkte. Halbzeit, Freunde, und er ist motiviert. Vielleicht nimmt er das mit in Halbzeit 2, man weiß es nicht. Diese elendigen Treter hier da. Hätte auch eine rote Karte kriegen können, ne? Der Sack. 7 Tage, na Gott sei Dank nur 7 Tage, muss ich dazu sagen. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt wirklich so unseren Torhüter wechsle. Aber ich glaube, gegen die Burschen kann ich mir das nicht erlauben. Nee, ich will gegen meine Aufstiegskonkurrenz. Ich glaube, da will ich keine Abenteuer machen. So, und du haust jetzt einfach mal drauf. Zack, komm. Jawohl, da scheppert's. Die erste Bude. Die erste Bude. Zifix, da ist er. Da ist er. Der Kirschi. Woll. Na, der hat das behalten, die Motivation. Schau an. Oh Gott. Habe ich mich gerade gefreut. Ey, das ist ein Witz. Aus 100 Metern macht der ein Tor. Ach, komm, hör auf. Ah, nicht aufregen, Harvey. Ganz ruhig. Ja. Komm, das probieren wir nochmal. Was einmal gut war, ist immer gut. Jawohl, Schepper. Football Tactics and Distanzschüsse. Sauber. Euch zeigen wir es doch. Euch Hosebiesel da. Sapperlot. Und der Defensive, der kann wieder nix, ne? Der fängt nix ab.
Ja, diesmal hat unser Goalie aufgepasst. Berthold. Da guckst du, wa? Da guckst du. Wo ist denn der beim Kopfball? Hier. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst auch dahin. So. Jetzt. Oh, was ist das jetzt? Jawohl. Super Geschichte. Super Geschichte. Also, wir haben zumindest Position gewonnen. Der spielt da rein zum Stürmer, zum Seitzinger. Und was macht der? Der schießt. Ja, das kann doch nichts werden. Na, also, unser Goalie. Jawohl. Gute Aktion. Sehr gute Aktion, Freunde. Kannst du da hinspielen? Ja, kannst du. Der ist top motiviert. Der hat leider keinen langen Ball. Das ist doof. Hm. Ja, kann ich nicht machen. Muss ich da hinspielen? Und der macht Controletti. Den hier. Zack. So, okay. Weißt du was? Jetzt traue ich mich. Jetzt tausche ich den Torhüter aus. Bei der nächsten Unterbrechung. Genau. Jetzt kommt wieder der Verteidiger von außen angerannt. Oh, komm. Dieses Würfelglück, verdammt. Dieses dumme Würfelglück. Ja, also wenigstens er hat aufgepasst. Respekt. Zauber. Oh, das ist gefährlich. Ne, wir machen das so. Wir spielen den dahin. Der spielt dahin. Der macht seinen Tunnel. Es ist weit und breit kein Außenverteidiger. Also es könnte funktionieren. Jetzt kommt, bitte, bitte. Jawohl, Tunnel hat funktioniert. Und dann steht er da und scheppert das Ding rein. Boom. Jawohl. 3:1 in der letzten Minute. Sehr wichtig, der Kirschi macht 3 Buden. Ist das nicht schön? Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Mir doch egal. Jetzt macht unser Defensiver endlich mal einen schönen Abfangmanöver hier. Und verliert gleich den Ball. Moment, was kann der noch eigentlich, der Defensive? Was ist das hier? Ah ja, stimmt. Hackentrick kann er kontern. Ja, jetzt kannst du schießen. Oder kannst du zurückspielen zu dem. Genau. Sehr gut. 3:1. 3:1 von FC Hauwi, Leute. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. So, schon mal da ist einer aufgestiegen. Jawohl. Das sehen wir gerne. Nein, nicht Genauigkeit. Das sehen wir nicht gern. Der braucht es nicht. Aber gut. Hat man nicht im Griff. Jawohl. Da gibt es Erfahrungen. Hier gibt's ein kleines bisschen, oder was war das? Ne, hier. Ach ne, der hat ja nicht mehr gespielt. Stimmt, es gab ja keine Unterbrechung mehr. Deswegen hat er nichts gekriegt. Deswegen hat er nichts gekriegt. 4 Ruhmpunkte. Sowas, wie sieht's aus in der Liga? Ah, wir haben die Abstiegsränge verlassen. Jawohl, hehe. Der erste Dreier. Freunde, der erste Dreier. Achso, ich wollte ja noch was machen, fällt mir gerade ein, gell? Ich kann ja hier noch was machen. Da hat der Thomas was geschrieben. Defensivtrainer wäre nicht schlecht. Ja, das stimmt, da muss ich zustimmen. Wir haben relativ viele Verteidiger. Und 20% mehr Erfahrung, das schadet sicher nicht. Nächste Stufe ist 40%. Das ist natürlich auch dick. Nächster Gegner, keine Ahnung, wer das ist, aber ist hoffentlich ein Heimspiel. Ja, ist ein Heimspiel, glaube ich. Naja, bis dahin ist der Verteidiger wieder fit. Genau, sage ich doch. Einer ihrer Spieler kann eine neue Fertigkeit erlernen. Mö. Super. Okay, heute ist heiß. Ja, super. Freut mich. Brutal. So, wer kann was lernen bei uns? Ach, der Platz. Ja, der Platz. Der kann Reaktion lernen. Das ist schön. Hackentrick verhindern. Jo, das lernst du. Guter Mann. Ja, aber der ist halt müde, ne? Den kann ich eigentlich noch nicht spielen lassen. Den kann ich eigentlich nicht spielen lassen. Er steht Teller, was will ich mit dem? Den kann ich verkaufen, komm weg damit. Ja, kriege ich 103. Pff. Wen interessiert's? Den Hoffmann kann ich noch nicht verkaufen, den habe ich erst gerade im letzten Transferfenster gekauft. Also da muss ich warten. So ein Spiel noch, dann ist unser Unger wieder da. Das ist schön. Wenn der wieder fit ist. Ah. Okay, schauen wir mal, wie spielen die? Oh, die haben einen verkappten Rechtsverteidiger, der keiner ist. Die spielen aber sehr defensiv, die Burschen. Machen hinten zu und vorne hilft der liebe Gott. 3 Stürmer. Mhm. Boah, okay, der ist krass. Einen 3er-Kanonenschuss hat er. Das heißt, er darf 3-mal würfeln beim Kanonenschuss. Ui. Und er hat auch noch einen guten Kontrollwert.
Das heißt, wenn der versucht zu dribbeln, dann. Das gefällt mir nicht. Da muss ich mit Libero spielen. Da muss ich fast mit Libero spielen. Das spiele ich mit Libero. Ja. Der hat einen Tunnel. Auch gefährlich. Tauschen wir die zwei. Tauschen wir den Brand. Der macht einen automatischen Zweikampf hier, wenn der den Ball kriegt. Das ist gefährlich. Mit seinem blöden Tunnel. Aber gut, wir haben den Libero. Also, was soll's. Die haben einen ungelernten Mittelfeldler und da haben sie noch einen. Wir haben unsere Zentralen. Die haben ja einen Verteidiger, der automatische Zweikämpfe macht. Das heißt, wenn wir hier mit dem Hackentrick durchmarschieren oder mit dem Tunnel durchmarschieren, dann würde er in den Zweikampf starten. Der hat aber nur 25 Verteidigung. Okay, wir spielen mal. Jo, wir gehen ins Spiel gegen Erfurt. Gegen den FC Erfurt. So, auf den Kirschi. Der Kirschi rennt da runter und versucht wieder seinen klassischen Zack. Okay, eine 7 ist natürlich mauki und lausig gewürfelt, muss man dazu sagen. Da machst du nichts mit einer 7. Der geht spazieren und was macht er dann? Kontrolle. Okay, ist ja lustig. Schön. Ja, dann kann ich den gerade mal pressen und mehr kann ich nicht machen. Der presst. Der steht ja dumm rum. Was machen wir mit dem hier? Soll ich den stehen lassen oder? Den lasse ich da runter. Okay. Mit dem gehen wir eins vor. Jo. So, jetzt muss er passen. Genau, er passt. Er kann sich nicht bewegen. Was macht er? Ungelernter Mittelfeldler. Der geht auch spazieren. Interessant. Jetzt geht er auf Außen, Nanu. Das ist ja spannend. So, na gut. Zweikampf bitte. Ball gewonnen. Sehr gut. Du passt dann bitte darunter. Genau, der kann nämlich den Ball halten, der hat einen schönen Kontrollwert. Jetzt kommt er, der Verteidiger, der ist müde. Das Sapperlot, ach komm. Doch, gelb, jawohl, so ist recht. Schau das ja an, diese Orgler, diese elendigen. So, du gehst daher. Gelbe Karten, jawohl. Tja, was machen wir denn? Der ist müde, hat aber 32, immer noch 32 Verteidigung, ne? Das, obwohl er 20% Malus drauf hat. Kannst du da hinspielen? Achso, Moment, jetzt muss ich das positionieren, gell? Du gehst dahin. Moment, du kannst doch Verteidiger rauslocken, oder? Da gab es doch dieses Finte. Das interessiert mich jetzt mal, ob das funktioniert. Kann der jetzt eine Finte machen? Nee, wie macht der? Nee, wie macht er eine Finte? Ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Mist. Also, wenn ich drauf schieße, komm, ich schieß mal. Jawohl! Sehr schön! Da klingelt's! Da Wirt's! Erste Tor vom Wirt, Mensch! Ah ja, da kriegt, glaube ich, einen Bonus, gell, auf Torschuss. Da ist die Entfernung, hat er nicht so einen großen Malus beim offensiven Mittelfeldspieler. Ui, der Rotfels ist müde. Und unser Defensiver fängt dieses Päschen ab, jawohl!
Da kommt der Stürmer, ärgert sich. Und gewinnt das Tackling. Ja, sowas. So eine Frechheit. Okay, pass auf. Wir pressen. Wir holen uns das Bällchen. Deutlich sogar. So, dann machen wir hier Kontrolle. Genau. Und dann ist die Halbzeit vorbei. Dann ist die Halbzeit vorbei. Okay, wir müssen da wechseln. Der Rotfels ist müde. Das ist nicht gut. Dann bringen wir... Tja. Dann bringen wir... Konrads auf rechts. Halt, nee, Schmarrn. Schmarrn. Der Flatter kommt von den Rotfels. Und der spielt hier auf rechts. Genau. Der senkt hier das Potenzial. Jo, so machen wir das. Halbzeit 2, Leute. Gegner hat Anpfiff. Anstoß, nicht Anpfiff. Okay, da hat der Staubi gepennt. Aber jetzt ist er motiviert. Top motiviert ist er jetzt. Aha, Zweikampf auf außen. Mein Gott, das war wieder Würfelglück vom Feinsten. Verdammt. Das war wieder Würfelglück vom Feinsten. Vielen Dank für die Blumen. Naja. Super gemacht, Freunde. Super klasse. Echt ganz großer Sport. So, Pässe in die Mitte. Da, das ist mit der Finte. Das will ich jetzt mal wissen, was das ist. Was ist denn das? Ah, schon mal wieder rauskommt. Sehr gut. Dann haben wir sauber rausgetrickst. Okay, dann spielen wir da hoch. Jetzt ist der nämlich raus. Genau. Das heißt, der kann ja in diesen Schuss nicht mit eingreifen. Dann machen wir jetzt den Hammer. Und das scheppert's. Das scheppert's. Aus 25 Metern. Jawohl. Da scheppert's mal richtig. 2-1 von der FC Haubi. Mei Staubi. Hey Junge, das mit dir wird nichts mehr. Ich merke schon. Ja, jetzt streng dich halt mal an, Flatter. Bist du doof oder was? Jetzt ist er müde. Jetzt kann er nichts mehr, genau. Sehr schön, der Flattermann. Konrad, jetzt pass auf. Okay, also wir machen eine kleine Auswechslung. Ne? Wir tun wieder unseren Torhüter in Ausbildung einwechseln. Der Platz darf für den Eils, oder? Ah, der spielt gar nicht, genau. Das ist ja blöd. Okay, Moment. Dann für den Libero. Oder für den Flatter. Konrad, du tauscht mit dem Flatter. So, okay, dann kriegt er auch wieder Erfahrung. 27, ne? Muss Erfahrung sammeln, der Bub. Also, du passt zum Staubi. Der Staubi spielt einen geschmeidigen Pass. Der kommt sogar an. Du probierst deinen Tunnel. Schaffst es sogar. Jetzt kommt der automatische Zweikampf. Ah, den verlieren wir. Mist. Okay, ärgerlich. Das ist ja bitter. Das ist jetzt ärgerlich, aber okay, können wir nicht ändern. Herr Reiwitz, du gehst eins nach oben. Ah, lächerlich, dieser Pass, dass der ankommt, ist eine Frechheit. Okay, der spielt hoch. So, und was macht er? Er knallt mal drauf. Ja, das war nichts. Das war nichts. Okay, pass auf, du spielst. Okay, geht nicht. Genau, du spielst mal auf rechts. So. Der Kollege könnte auf den Ehrreiwitz spielen und der könnte dann drauf schießen. Nö, macht er aber nicht. Der Kollege rennt auf außen und macht Kontrolle. Warum? Weil er Erfahrung sammeln muss, deswegen. Den Gegner vom eigenen Strafraum weghalten. Okay. So, jetzt hat er bloß noch eine Aktion und das war's jetzt, Leute. Das Spiel ist vorbei. Zweikampf. Oh, Foulspiel, Mist. Okay, Auswechslung. Jetzt hat er doch nochmal drei Spielzüge. Das ist ärgerlich.
Jetzt hat er doch nochmal eine Chance. Ja, aber unsere Verteidigung hat aufgepasst, jawohl. Unser Libero. Jetzt hätte ich fast doch diese Dummheit noch unentschieden gemacht. Der zweite Sieg, Mensch. Der zweite Sieg. Sehr gut. Strauß macht ein Plus. Schau, die kriegen jetzt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Lass doch mal das mit der Genauigkeit. Das will doch kein Mensch hier. Okay. Sehr gut. Erawitz ist aufgelevelt und der Kirschi ist auch aufgelevelt. 2 Punkte auf Genauigkeit. Sehr hübsch. So, und der Flattermann hat auch einen Punkt bekommen. 3 Stück in Verteidigung. So muss das sein. Okay. Und der ist wieder nicht eingewechselt worden. Ja, klar, natürlich nicht. Also er ist schon eingewechselt worden, aber dann hat er sich nicht mehr ausleihen können. 13 Fans, echt, wow. Operettenpublikum. Erfurt, naja. Ah, erstmal weg von den Abstiegsplätzen hier, genau. Altes München ist vor uns, wir sind auf Platz 5, ist ja lustig, die 60er, schau an. Ja, also wir haben offenbar, wir sind angekommen, so kann man das sagen. Nach 4 Spieltagen sind wir dann doch mal so ein bisschen angekommen. Gut, das waren jetzt wohl schwächere Gegner, Erfurt und Offenbach. Aber hey, Hauptsache nicht absteigen. Liga halten, das muss unser Motto sein. Ja, und heute musste ich mich wenigstens nicht so viel aufregen wie beim letzten Mal und beim vorletzten Mal. Das ist gut für meine Nerven. Jo, das ist nicht schlecht. So, das soll es an dieser Stelle sein für heute hier bei Football Tactics in Glory. Ich sage danke fürs Zuschauen, ja, und wünsche euch wie immer bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.